Ich habe hier immer nur. Ne, jetzt ist keine mehr. Gut, jetzt erstmal und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark auf dem schönen PvP-Server vom Dragobi. Und yo, der Klaus Richter ist wieder dabei und wir sind jetzt gerade am Umziehen, denn uns gehen diese Zombie-Dodos ganz schön auf die Eier. Und deshalb gehen wir jetzt irgendwo hin, wo hoffentlich nicht so viele von diesen blöden Viechern sind. Zombie-Dodos. Hoffe ich mal. Denn eben hab hauptsächlich ich. Ich musste die blöden Blödsinn, den der Klaus Richter ausgebaden hat, wieder ausbaden hier. Da habe ich glaub ich locker 30 Zombie-Dodos weglocken müssen. Totaler Schwachsinn. Könnte ausrasten hier. Naja. Jetzt fahren wir hier schön an der World Border entlang. Ajo. Ich glaube, das wird. Ich glaube, das in der Eiswelt wird schwer. Ach jo. Wegen den Wölfen. Die sind schnell und machen recht viel Schaden. Nein, wir können ja bei der Insel da gucken. Wenn nicht, bauen wir uns auf der Insel auf, weißt du? Wollen wir jetzt direkt zur Eiswelt, oder? Nee, wir brauchen ja ein Haus. Wir können ja jetzt einfach so... Wir brauchen ja mal einen festen Standpunkt. Nee, wir gehen auf die Insel, farmen dafür die Pillars. Nein, ein richtiges Haus, was war... Halt eine richtige Base. Ja, wir haben doch dein Haus. Das sind doch die Betten. Ja. Wir sollten uns vielleicht erstmal Tiere zur Verteidigung tamen, dass uns halt nichts passiert. Ich halt auch mal eine Argentavis oder so. Deswegen würde ich jetzt erst einen Wolf tamen, dass wir uns auf der Insel verteidigen können. Ja, den könnte man übers Wasser einfach dahin locken. Oh je. Jetzt. Schön langweilig hier rumzufahren. Sehr interessant. Nein. Die sind schon zu fett. Gut, andererseits wäre es auch ein bisschen OP, wenn du das könntest. Konnte man greifen mit den Bowlers abwerfen oder nicht? Ey. Ja, du brauchst nur die Betäubungspfeile. Wenn man 200er greift, dann schlägt man mit dieser Javel. Zwei Leute schlagen den 10 mal. Dann ist der auch. Haben wir ja über 100 Stück. Jo, schon. Wir die, am besten locken wir die zur Insel, weil da drüben zu tamen wird hart. Ja. Ja, der Dragobi hat ja schon gesagt in seiner ersten Folge, dass die Tiere nicht so ein hohes Level bekommen, aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Naja. Ist halt jetzt so. Ja, Geld, ich hab das auch gesehen, alle Level 500 plus. Das ist. Guck mal, nee. Ich hatte bisher noch keinen Zombie-Dodo gesehen, der unter Level 500 war. Ja, wir werden es sehen, aber weißt du, die Sache ist ja, wie gesagt, vorhin mit der Schrotflinte, die wir ja jetzt hier haben. Ich hab da locker Zombie-Dodo 20 Schuss reingehauen, das Ding ist nicht down gegangen, das hätte längst weg sein müssen. Ja, weil... Ich würde es einsehen, wenn das höchste Tier Level 100 wäre. Das würde mir schon vollkommen reichen. Da müsste man zwar ein paar Mods rausnehmen, zum Beispiel die mit dieser Tame-Mod. Oder ja, wenn der Max-Level auf 250 ist. Ja, das ist halt schwierig einzustellen. Dann gibt es halt ein paar, die sind über Level 250. Das Spielerlevel, das Max-Level einzustellen ist ja leicht, aber halt das Level von den freilebenden Tieren ist halt ziemlich schwierig, das einzustellen. Gut, man könnte halt theoretisch machen, dass man sagt, halt anstatt, wie es jetzt hier ist, plus 100 Level nachdem Tier getamed ist, sondern dass man halt sagt, dann plus 250 Level oder 200 Level, aber ja, das ist dann auch nicht so das Wahre, denn auf Dauer
kannst du dann so dann besser skillen, als wenn du so freilebende Tiere bekommst. Aber egal. Ist jetzt halt so. Dann, wenn man doch schon hier so einen Server hat, dann muss man sich damit auch befassen und auseinandersetzen. Ja, ist so egal. Das ist mir eigentlich mittlerweile auch egal. Ey, genau, vorhin, gell, als ich auf den Server gekommen bin, ich hab hier Badass-Büte gelegt. Reicht. Ich hab nur leider keinen Narkotik und so dabei, um den zu tamen, deswegen habe ich den gekillt. Ich krieg's auch erstmal ordentlich Level. Ey, hier sind ordentlich Tiere drauf. Lass den Triker so tamen. Ja, das auch. Die kann man aber nicht tamen. Und hier sind Trilobites. Wo passt das ungefähr? Jo. Ich glaub, das Schwächste. Oh, das Boot. Ja, Moment. Ah, cool. Okay, ich teste jetzt mal hier die Pistole aus. What the fuck? One-Shot Level 65. Komm. Wir haben sogar ein Pipte Blueprint. Alter, wie viel hält der denn aus? Okay, so viel Schaden macht die Pistole dann doch nicht. Also ich habe jetzt fast zwei Magazine reingehauen in einen 525 Dodo. Ja, bei mir auch. Also eine Pistole ist halt für die letzte Reserve ganz gut, aber sonst halt auch wirklich nett. Gut, ja, jetzt gerade. Ja, das ist normal. Ist Level 65. Trike. Dann sammle ich mal ein paar Beeren. Mal wie die Trilobites hier. Wir den mal. Hätten wir mal wieder was, nachdem wir alle. Na gut. Ja, haben wir auch noch ein bisschen. Ich glaube 200 Chitin und 50 Keratin. Gut, das ist, jetzt kriegen wir Chitin. Davon kriegen wir einen Pöptesattel und einen Agentarus-Sattel. Ah, ich fühle mich schon wieder hier so heimisch. Ja, mal so ungefährlich. Ja, ich hab gleich auch wieder Level up. 250 Milli Damage. So, dann hau ich jetzt mal hier den. Ja, genau, mach du einen Pip, ich mach hier den Trike. Der ist dann knapp Level 100, sollte ja auch erstmal reichen. Nein! Na, es kommt vor. Nein, der Pip ist über dem Wasser. Naja, ist nicht so schlimm. Ja, ach so, das meinst du. Ja, warte einfach, bis der hier wieder hinlandet. Der tut hier eh herkommen, um nicht gelegt zu landen. Oh, da hinten ist einer. So, ja. Wie keine Steine sind. Ach ja, seitdem die Map offiziell rausgekommen ist, haben die hier die Spawns ein bisschen komisch gemacht. Also finde ich zumindest. Nee, ich bin froh, wenn wir einen Wolf getamt bekommen, dann können wir uns ordentlich bewegen. Oder halt einen Pipte, oder halt einen. Ja, und dennoch, wenn der Level 200 ist, der tamst du halt auch schnell. Da machen wir einfach diese Taktik, dass wir dem nur Narkotics geben und dann irgendwann das Fleisch. Dann. Ja, du musst ihm nur einen Shot reingeben. Oder nimm doch einen Bowler, wenn der sich hinsetzt und dann. Ist 255. Ein Shot oder ein Speer. Nimm doch der W100. Ja, hatte ich vor. Der ist gerade aufgestanden, als der Bowler gehittet hat. Ist ein Carbonemi. 240. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Mir auch einfach tamen. Esult.
Nee. Ja, 0 Cent. Ja, Narcotics haben wir ja noch, gell? Da muss man in einer Kiste gucken, da ist irgendwo noch welches drin. Oh, jetzt ja, Baby Dodo. Ich muss jetzt aber erstmal auf den Pip der zentrieren. Wir stehen jetzt zwei Tiere. Hier von der Insel. Baby Dodo. Das hier von der Insel weggefahren. Oh, jetzt lande doch. Nice. Ja, er liegt. Oh jo. So, ich mach die Taktik, dass ich dem später sein zu essen gebe. Einfach Narkotik. Das geht schon ordentlich ab. Okay, 1300 Leben. 1230 Stamina, 249 Ding, 249 Weight, 260 Melee Damage. Jo. Bei dem würde ich Stamina und Weight skillen. So, Melee Damage ist recht unwichtig und Move and Speed ist recht. Ich glaube nicht, dass man sich hier in der Luft großartig mit Pippen battelt. Mit anderen Leuten. Was, Petri? Oh ja. Erstmal alles her, was wir so bekommen. Ich stelle mir jetzt hier noch den Level 15er. Ist ja besser als gar nichts. Ja. Wäre es aber echt OP, wenn der die nicht rausnimmt, dann weiß ich es nicht. Wenn die Mod rausgenommen wird, solange würde, wir Zeit haben, müssen wir ganz viele herstellen. Von den Javel-Sperren. Ist doch egal. So, Trike ist getamed. Ja, ist. Nee. Würde doch machen. Guck mal, wie OP die ist. Ich hab noch ein Wasser am Tag. Da kannst du dich hinten gerade ins Carbonum mitbegeben. Und ich mach hier noch den Lystrosaurus. Okay. Ich hab hier gerade zwei Püppchen. Was? Der? Willst du mich verarschen? Dieser kleine Dodo ist gestorben. Ich hasse diese Baby-Dodos. Der 15er Pöpte, 294 Leben, 330 Stamina. Doofes Ding. Achso, kannst du einen Trike-Sattel machen? Ja, eigentlich schon, oder? Wir hatten ja schon mal einen Trike. Ja, ist irgendwo in den Kisten drin. Da haben wir genug. Ich war ja vorhin schon mal Hide Farm. Auch 140 Hide. Aber mal um hier. So. Ja. Ach ja. Nee, normale. Mit der Spitzhacke drauf und für Mehrheit. Ja, scheiß da schon hin, Lystrosaurus. Ich will ihn jetzt getamed bekommen. Also gleich könnte es sein, dass mein Level 280 Lystrosaurus haben. Ist mir doch egal. Das Ding hat kaum Leben. Damit kannst du eigentlich nichts anfangen. Ja, eigentlich schon. Also wir haben jetzt um die 500, glaube ich, gerade noch, aber. Ja, das ist wichtiger. Irgendwo in den Kisten. Ich weiß nicht wo. Oh, noch 5 halt. Hab da vorhin keine Ordnung gemacht. Wo ist das? War mir auch gerade mal voll egal. Ja. Kann zwei machen, aber ich lasse es.
Und wenn ich den hier jetzt gleich getamed habe, dann fange ich schon mal an, hier eine kleine Hütte zu bauen. Also wir bauen jetzt hier unsere Base wieder hin. Das ist... Ich denke mir, hier hat man einigermaßen seine Ruhe. Oder... Ich habe jetzt mal 100 Narcotics genommen. Damit sollte ich die, glaube ich, werde eh nicht alle verbrauchen, aber damit kriege ich die ein bisschen besser getamed. Oh, alle von dem geht aber nicht runter. Kaum. Dauert. So, der Track sitzt. Naja, so reicht erstmal. Der Track. Ja. Oh, 97. So, mal sehen, wo jetzt das Zeug ist, was ich hier gemacht habe. Das. Das. Nö, hier ist nichts mehr. Ey, wir haben gerade sowas von gar keine Ordnung hier. Ach du meine Güte. Hä? Alles klar. Wollte ich jetzt nicht. Ajo. Na, die Ordnung können wir ja... Ach, da. Auf dem anderen Boot in dem einen Schrank ist auch noch... Können wir ja gleich wieder herstellen, wenn wir jetzt anfangen im Hausbau. Nochmal. Dritten Mal und wir hoffen, diesmal haben wir unsere Ruhe. Beim ersten Mal von Spielern, beim zweiten Mal von Dodos. Schon irgendwie peinlich, dass man vor Dodos wegrennt. Die du nicht töten kannst. Wo baue ich denn jetzt mal hin? Wo sind die Mitte? 500 Dodos machen, die mir kurz helfen. Tagemagazine aushalten. Ich hier mal gerade ein Säuberungskommando für die Pflanzen. So. Den Anfang habe ich jetzt schon mal gemacht. Könntest du vielleicht mir ein bisschen, verdammt, hier, was brauche ich denn mal, wie machen wir das denn? Kannst du mir ein bisschen Wood und Thatch vorbeibringen? Hier bei, halt wo ich stehe. Also im Moment kann ich mich noch bewegen. Jetzt habe ich 90 Fortitude, ich gehe noch auf 100. Vielleicht hilft das ja was. Oh. Ja, mit dem Staff. Verdammt. Na gut, das sollte reichen. Ja, das sollte reichen. So. Dann wieder weg mit dem Blödsinn. Bella. Verdammt.
Und wie geht der Track ab? Hm. Ich bräuchte halt noch ein paar Foundation. Dann wär's getan. Hat der Track dabei? Ah ja. Ja. Mit dem Zeug. Ja. Oh je. Mal da wieder drauf. Keine Ahnung. Alter Strike, wie viel Melee Damage hat das? Jetzt haben wir so blöde Straßen in unserem Haus drin, aber das kostet mich jetzt mal kein bisschen. Was liegt auch daran, dass ein Baby ist? Achso, das hier wird jetzt unser wertvolles Haus, gell? Das mache ich jetzt auch schon mal, fange ich jetzt schon mal an hier mit diesem Glas Metal. Wo man nicht durchgucken kann. Das ist jetzt viermal. Moment. Ja. Ja, wir werden es sehen. Könnten wir drumherum, könnten wir echt so Mauern aus der Castle-Mod machen. Innen halt so eine elegante Base, ja. Und guck mal, auf der Castle Mod, da kann man viel besser die Türen verstecken. Willst du aufstehen, generell? Aber wenn wir in der ersten Staffel schon darauf gegangen mit Turrets und so, wären wir auf dem Server auch schon. Und noch eins, zwei, drei. Ich brauch vier. Auf dem Beam-Server. Hey, Carbonemi, du willst jetzt wohl nicht schwimmen gehen. So, ich brauche noch vier Foundations. Ja, zurück an Land. Nein. Verdammt. Drei. Und noch eins. Ab ans Land, Carbonemi. Nochmal ein paar Wände. Und gerade nochmal Fortitude. Nein, was sollte der Blödsinn jetzt? Dummes Carbonium, jetzt komm doch mal an Land. Unser Haus sieht gerade sowas von schrecklich aus. Ein Teil aus Glasmetall, eins aus Holz, eins aus Stein. Junge, Junge, Junge. Nice. Ja klar, sofort Sattel leer. Oh, wir haben die Pöpte. Ich glaube, ich mach den Sattel schon mal. Jetzt brauchen wir halt wieder ein. Warte, ich 230 und halt jetzt wie das Missy und so alles, das jetzt mal müssen wir ja alles machen können. Auch. Das ist ein Windkrüppel. So. Halt, halt, Fiber. Ihn. Nee, hier nicht. Missy. Also die, das haben wir. Dann brauchen wir noch das hier. Metals, yeah. Und Wood. Der erste Pip-Test. Metal und
hier machen. Crystal. Hier haben wir nichts. Ja, aber dann musst du wohl jemand wie ich das dann halt nicht killen müssen. Wir haben zwar ein Pipte Blueprint, aber das ist nichts besser. Mist. Also Glass Metal kann ich schon mal machen. Was fehlt hier? Stone. So, wieder Level Up. Ohne Stone. Ja, selber. Ja, das dauert das erstmal. Dann müssen wir erstmal wieder gleich farmen. Wenn wir im Haus dann ein paar Storage Boxen haben, kannst man ein paar Storage Boxen machen. Auf den Pip der Gelle. Das wäre immer ganz praktisch. Dass ich die gleich setzen kann direkt. Jetzt fehlt mir Wut, Mensch. Naja. Eck. Oh, jetzt aber. Nein, ich kann jetzt nicht. Ja, ich baue hier. Würde ich auf den Pipte. Nein. Will die Schränke machen. Setz dich da einfach drauf. Oh. Steht doch genau hier. Das geht grad nicht. Setz dich da mal auf den Pip, der braucht die Level. Nicht, dass ich hier gerade Sachen setze. So. Also die drei Dinger werden schon mal gesetzt. Jetzt Level 22, willst du mich verarschen? Kann sich jetzt drauf setzen. Ja, klar. Der Gute liegt da hinten noch. Ja, das ist schon mal ein Anfang. Warte mal auf Raid. Was ist der für ein Geschlecht? Male. Doch. Ich glaube, das ich kann mich mit dem Wien nicht mehr hinsetzen. Weil ich zu schwer bin. Nein, das geht nicht, wenn man zu schwer ist. Ich kann jetzt sich komplett nicht bewegen. R-Taste. Wo? Hier ist die Schränke dahin. Nein! Wo denn? Bombtrack. Bombtrack ist nichts. Ja, die Haie, die nutzen die. Nein, Junge. Hm. Welches Level ist der T-Rex? Alter. Dahinter sind Haie. Alter, guck mal, die Haie, die sind übelst in der Reihe. Alter, ich hab hier eine richtige Kolonne hinter mir. Junge. Ja, ja, Hai. Erledige das. Nein. Och Mann, Hilfe. Was geht, das feiert das übelst. Ich komm wieder zu dir. Ich auch.